Hallo, mein Name ist Ralf Pautlitz vom Autohaus Burmeister und ich habe heute hier für euch einen gebrauchten Ford C-Max Diesel 150 PS mit Automatikgetriebe aus 2018. Das Fahrzeug in einem flotten Schwarz hat eine sehr gute Ausstattung. Das Fahrzeug verfügt über Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Parkdistanzkontrolle vorne sowie auch hinten mit Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer, steht auf Leichtmetallfelgen und auch dieses Fahrzeug hat ab der zweiten Tür ringsherum eine zusätzliche Scheibentönung, die ein Aufheizen des Fahrgastraumes verringern soll, ideal für junge Familien. Wir haben hier in den Außenspiegeln tote Winkelassistenten. Und wie gesagt, hier im Heckbereich auch Einparksensoren und hier die Rückfahrkamera, die mir wirklich ein sicheres Einparken gewährleisten. Wir verfügen bei diesem Auto über eine elektrische Heckklappe. Diese Heckklappe können wir bedienen, so wie ich das gemacht habe, über einen Schalter, über einen Schalter im Innenraum, über einen Schlüssel beziehungsweise über eine Möglichkeit mit dem Fuß das Ganze zu machen, wenn ich jetzt die Hände voll habe. Wir haben hier einen praktikablen Kofferraum in diesem Fahrzeug. Die Rücksitze sind als Einzelsitze ausgerüstet, sodass wir die auch je nachdem, wie wir es brauchen, umklappen können. Ein Knopfdruck und der Kofferraum schließt sich. Ja, und ich lade euch mal ein. Kommt mal mit rein ins Auto und wir schauen uns nochmal weitere Ausstattungsdetails an. So, wir sind jetzt im Innenraum von diesem geräumigen Ford C-Max. Wir haben hier unsere elektrischen Fensterheber für vorne und hinten, unsere Verstellung für die elektrischen Außenspiegel, elektrisch verstellbar, beheizbar und auch anklappbar. Wir haben Multifunktionslenkrad mit Fernbedienung für Radio, Freisprech, Bordcomputer, Geschwindigkeitsregelanlage. Das ist eine radargesteuerte, eine sogenannte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, ideal für Fahrten auf der Autobahn. Unser großen Monitor mit Navigationssystem, Klimaautomatik, beheizbare Frontscheibe, beheizbares Lenkrad. Wie gesagt, als Automatik. Dann haben wir nicht zu vergessen, der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar und wir haben natürlich beide Sitze elektrisch beheizbar mit Sitzheizung. Im oberen Bereich haben wir noch im Rahmen des Sichtpakets einen automatisch abblendbaren Innenspiegel, einen Regensensor und hier in diesem Fuß zusätzlich noch einen City-Notbremsassistenten, das heißt, der mir helfen soll, in gewissen Situationen Auffahrunfälle zu vermeiden. Ja, sollte dieses hochinteressante Fahrzeug euer Interesse gefunden haben, sprecht uns an. Wir würden uns freuen, euch einzuladen zu einer Probefahrt und uns zu besuchen. Dankeschön.